man braucht ja nur die Flamme. Rien ne remplacera cette rencontre avec la jeunesse qui cependant sait bien que ce dont nous parlons vaut la peine. Hasard du calendrier nous offre déjà ce France-Allemagne, ce choc entre les deux derniers champions du monde. Und mehr noch. Sie brachten damit Franzosen und Deutsche auf den Weg einer gemeinsamen Zukunft. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Herzlich willkommen bei Echo, dem Podcast des deutsch-französischen Jugendwerks. Seit seiner Gründung im Jahr 1963, dank Adenauer und de Gaulle, haben schon 9,5 Millionen junge Menschen aus Deutschland und Frankreich ein Austauschprogramm gemacht. Was waren die Aufgaben des DFJW vor 60 Jahren? Wie haben sie sich weiterentwickelt, um sich an die heutige Welt anzupassen? Ich schlage euch vor, diese Jahre aus der Sicht von unseren Partnern, aber auch von jungen Europäerinnen, die von den Projekten des DFJW profitierten, Revue passieren zu lassen. Sie erzählen uns von ihren Erwartungen, ihren Überzeugungen, aber auch von ihrer Hoffnung für die Zukunft. Hier ist ihre Geschichte. Mein Name ist Leonardo Kahn, ich bin Journalist und begleite euch durch die deutschen Episoden des Podcasts. Danke, dass ihr zuhört. Das ist Folge 2, die DFJW Juniorbotschafterinnen mit Pia Wild und Selma Polovina. Und deswegen fand ich das eine super coole Mission, den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt umsonst ins Ausland, unterstützt vom Staat. Warum wissen wir das nicht? Leute, nutzt diese Möglichkeiten. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, persönlich. Ja, ich hatte mehr, nach diesem Mandat, hatte ich mehr Selbstwertgefühl, also gehabt. Ich habe mich mehr vertraut. Wir reisen ins Jahr 2009 in Toulouse im Südwesten Frankreichs. Damals trifft sich Selma mit ihren Kolleginnen und Kollegen von Airbus, als eine Freundin sie überredet, sich beim DFJW zu bewerben. Heute ist sie 40 Jahre alt und gehört zum ersten Jahrgang der Juniorbotschafterinnen. 4 Jahre lang hat sie deutsch-französische Projekte organisiert und geleitet. Aber ich wollte auch wissen, wie das Programm heute abläuft. Dafür habe ich auch Pia eingeladen, denn sie ist 28 und war noch vor kurzem Botschafterin. Selma und Pia sind meine beiden Gästen für diese Folge, um besser zu verstehen, was die DFJW Juniorbotschafterinnen sind. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Unter einer Juniorbotschaft kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Selma, was genau stand denn 2009 auf der Ausschreibung? Also wir hatten keine, wie jetzt, richtige Nummer von Projekten zu erreichen oder so. Aber für mich persönlich, ich hatte diese trinationale Profile gehabt. Mhm. Also ich bin in Ex-Jugoslawien geboren und ja, wegen leider dieses Krieg war ich also nach Frankreich angekommen und als Flüchtling. Und dann dieses Engagement mit deutsch-französisch Kontext plus Balkan, wow, das hat mir geholfen, also auch diese Frieden mit mir und meiner, also mein Land zu machen. Und ich habe auch so viele Themen gearbeitet, zum Beispiel so Versöhnung, Kooperation, Frieden und so. Ne? Ja. Also das habe ich 5 Jahre gemacht, so jetzt nicht so falsch. Am meisten habe ich diese trinationale Profil gehabt. Und bei dir, Pia, war es dann auch eher trinational oder hast du eher so dieses bei diesem Deutsch-Französischen, bist du da eher geblieben? Ja, ich glaube, ich war eher im klassisch Deutsch-Französischen. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Mandate und mein Mandat war quasi ein regionales. Also ich war für Sachsen-Anhalt, für Sachsen und für Thüringen und auch für Alsass, also fürs Elsass Juniorbotschafterin in meinen 3 Jahren. Und ich habe mich als Deutsche eher darauf konzentriert, den deutschen Jugendlichen und Kindern Lust darauf zu machen, ins Ausland zu fahren und eben von diesem deutsch-französischen Austauschprogramm teilzunehmen. Das hat mir damals, als ich in der Schule war, keiner gesagt, dass es sowas gibt. Und deswegen fand ich das eine super coole Mission, den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt umsonst ins Ausland, unterstützt vom Staat. Warum wissen wir das nicht? Leute, nutzt diese Möglichkeiten. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und auch einige davon haben mir noch Jahre später geschrieben, ich bin damals nach Frankreich, weil du mich motiviert hast. Ich habe dann mit vielen so privat mich auch vernetzt. Also war richtig cool an den Schulen. Und ich war auch ganz viel so zu Aktionen unterwegs. Also meine allercoolste Aktion war eine Fahrradtour. Da sind wir mit dem Fahrrad von Basel nach Straßburg, Karlsruhe, Freiburg gefahren und haben da mit Menschen über Grenzen gesprochen. Also das war meine größte und auch schönste Aktion. Aber eigentlich kann sich das jeder so selber zusammenbauen nach einem kreativen Blumenstrauß, auf den er eben Lust hat.
Ja, und ich kann mir ja da ja vorstellen, also du bist ja nicht alleine Junior-Botschafterin, sondern da gibt es ja ein ganzes Netzwerk. Wie hältst du da den Kontakt aufrecht? Also, der steht ja erstmal bei den Seminaren. Man trifft sich zweimal im Jahr, einmal zum Vorbereitungsseminar auf das Mandat, 4 Tage, und dann nochmal in der Mitte. Und ich habe damals, also bei jedem Vorbereitungsseminar sind ungefähr 100 Menschen anwesend, und nach jedem Seminar kennt man eben dann auch 100 Menschen, 50 Französische, 50 Deutsche, und dadurch ist für mich so ein riesiges Netzwerk an Menschen entstanden. Also wenn du das 3 Jahre lang machst, dann hast du am Ende 400 Menschen in jeder Stadt, kannst du jemanden fragen, hey, kann ich mal bei dir schlafen? Also ich kenne jetzt von Bordeaux über Berlin überall Menschen, bei denen ich mal übernachten kann, mit denen ich mir mal was trinken gehen kann. Da sind richtig coole Sachen entstanden bei mir. Ja, Selma, du warst ja 5 Jahre dann Botschafterin. Ich gehe davon aus, dann 5 mal 100, dann kennst du wahrscheinlich 500 Leute durch dieses Netzwerk. Oder wie sieht das aus? Also so früher, also ich war Jugendbotschafterin von 2009 bis 2013. Aber danach habe ich schon ein bisschen weitergemacht mit den Balkan, auch mit Tofalsch, aber nicht wie Jugendbotschafterin. Ja, und also früher, wir waren 50. Also 25 viel weniger. Beide, ja, also nicht 100, aber halb. Und ja, das war Anfang. Ne? Selma, du bist ja jetzt schon seit Jahren berufstätig und kannst es vielleicht etwas besser einschätzen. Tut man diese Junior-Botschafter-Sache auch nur fürs Lebenslauf? Für mich? Leute sind immer überrascht, wenn sie sehen, dass du eine internationale Organisation also repräsentiert hast. Mit Ofage hatte ich auch für zum Beispiel Projekte, Management und so, habe ich viel auch gelernt. Mhm. Aber beruflich, ja, das hat mir viel gebracht, ne? Für die Methoden, die Tools, alles, was so falsch. Und persönlich hat. Auch? Ja. Ah, persönlich, ja. Also, ja, persönlich. Ja, ich hatte mehr, nach diesem Mandat, hatte ich mehr Selbstwertgefühl, also gehabt. Ich habe mich mehr vertraut, ja. Pierre, du bist ja jetzt mittlerweile auch berufstätig. Wie war es denn für dich? Ja klar, es ist ein Thema, was viel im Bewerbungsgespräch besprochen wird, aber ich würde am Ende nicht sagen, ich habe jetzt das gemacht, damit ich es mir in den Lebenslauf schreiben kann, sondern eher, weil ich Lust hatte, international mich zu engagieren, weil ich europäische Projekte auf die Beine stellen wollte. Es hat einfach voll viel Spaß gemacht. Also ich glaube, klar, irgendwie, es steht im Lebenslauf, aber am Ende, was bleibt, ist ja das, was man mit den Menschen geteilt hat. Also ich hatte irgendwie Bock auf europäisches Engagement und das war cool. Und jetzt kann ich darüber auch schwärmen. Klar, wenn ich angesprochen werde darauf im Bewerbungsgespräch, dann können wir gerne darüber sprechen. Und Projektmanagement-Skills, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch wirklich in meinem realen Leben umgesetzt. Ja. Und ist es dann schwer, sich zu bewerben? Ich würde sagen, es gibt schon Kriterien und je nachdem, auf welche Region du dich bewirbst, kann es auch schwieriger sein. Berlin und Paris sind sehr beliebte Städte, aber es gibt eben auch Thüringen und Sachsen-Anhalt und ja, also es gibt ein paar Regionen, da ist es nicht so beliebt und da ist es auch viel leichter reinzukommen. Aber ja, es gibt schon viele Menschen, die sich engagieren wollen, was ja eigentlich nur cool ist. Mhm. Und kann sich dann noch wirklich jeder bewerben oder was sind da die Kriterien? Also bei mir jetzt, als ich mich beworben habe, gab es gar keine Kriterien. Man würde ja vielleicht denken, das ist was für das studentische Milieu und das machen auch nur Personen aus so einem gewissen Kreis. Tatsächlich kann es jeder machen. Es gibt sogar extra den Wunsch danach, dass Menschen mit besonderem Förderbedarf sich bewerben. Also Menschen, die zum Beispiel Fluchtgeschichte haben oder aus einem schwierigeren Haushalt kommen und so weiter. Also das wird enforced und ich glaube auch, das macht auch den Mix aus an Jubos, die dann am Ende vor Ort sind. Pia, Selma, vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke dir. Nochmal zusammengefasst. Das Junior-Botschafter-Programm des DFJW ist dazu da, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, eigene deutsch-französische bzw. internationale Projekte zu organisieren. Das Netzwerk ist in Regionen eingeteilt und daher lernt man von überall Hunderte von Jugendlichen kennen. Daraus entsteht also ein großer internationaler Freundeskreis, bei dem jeder einsteigen kann. So können sich Franzosen und Deutsche früh kennenlernen, was beide Länder noch stärker miteinander verwebt. Weitere Infos findet ihr auf der Internetseite und auf den sozialen Medien des Jugendwerks. Wir hören uns bald wieder in Folge 3. Au revoir!